ja, going underground, um wirklich einen verborgenen Kunstschatz zu erleben, auch mit einer fachkundigen Führung von Klaus Klinger. Der wird uns nämlich die Graffiti in den Höhlen des Worringer Platzes erklären. Graffiti kam irgendwie so 84, 85 nach Düsseldorf. Da erschienen die ersten Bilder an den Bahngleisen und auch an anderen Orten. Aber es ist immer noch eine sehr aktive Szene mittlerweile. Ich bin Klaus Klinger von Farbfieber. Wir organisieren alle 2 Jahre ein großes Street Art Festival hier in Düsseldorf. Ich freue mich auch nach über 20 Jahren, dass man hier wieder sehen zu dürfen, weil ich habe hier sehr viele Geschichten mit tollen Menschen erlebt. Für mich ist das Ganze wie eine Zeitung zu lesen. Und ich denke auch, vielleicht sollten wir einfach mal zusammen von irgendeiner Ecke anfangen.